Hallo zusammen, ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von EdgeTX Weekly. Und ihr könnt unschwer erkennen, der Block liegt hier auf dem Tisch. Die Kaffeetasse steht bereit, die Stifte sind dabei. Es gibt also heute wieder ein bisschen was aus der Reihe Back to Basics. Wir setzen das fort, was wir begonnen haben. Und heute soll es um das Thema Flugphasen gehen oder Fahrphasen, je nachdem, wie man das sieht, oder Fahrzustände. Da kann man sich vielleicht verschiedene Übersetzungen zurechtlegen. Für die Flieger sind es natürlich Flugphasen, für die Funktionsmodellbauer eher Fahrzustände, würde ich sagen. Vielleicht könnte man das einfach schon mal im Kopf behalten. Bevor wir ganz konkret anfangen, natürlich erstmal wie üblich einen Schluck Kaffee. Und dann ist es ja immer wichtig, dass man auch noch mal zurückblättert. Und wir hatten uns beschäftigt schon mit den Inputs, das ist klar. Da war dieses hübsche Bild zu sehen. Und wo ich noch mal darauf hinweisen möchte, ist auf diese Sektion hier hinten. Wir haben also hier eine Input-Zeile mit ihren Komponenten. Da haben wir nicht alles besprochen bisher. Hauptsächlich haben wir uns auf das Umschalten der Zeilen beschränkt. Wir erinnern uns daran, da gab es so einen Suchpfad von oben nach unten oder von der ersten bis zur letzten Zeile, und die erste Zeile, die aktiv ist, die wurde genommen. Das andere, was wir besprochen haben, waren hauptsächlich dann Gewicht und Offset. Die Aktivierung, wir erinnern uns, bestand aus zwei Schaltern, wenn man so will. Einem physischen oder einem logischen Schalter auch, mit dem man die Zeile aktivieren kann. Und wenn sie dann aktiviert ist und die erste aktivierte Zeile ist, dann wird diese Zeile eben für den Ausgang benutzt. Und zwar werden dort zwei Werte transportiert, nämlich der Ausgangswert des Inputs plus der zugeordnete Trim, wenn denn einer da ist. Meist defaultmäßig ist einer da. Und die zweite Möglichkeit zu aktivieren war durch einen sogenannten Flugmodus oder Flugphase oder bei uns eben Fahrzustand. Ja? Und wir gucken nochmal auch bei den Mischern, die haben wir ja auch schon besprochen. Wo sind sie? Da hatten wir ein ähnliches Bild. Da habe ich auch das richtige Wort benutzt, Flugphase und nicht Flugmodus. Oder in unserem Fall ist es dann eben der Fahrzustand. Auch hier hatten wir eine ähnliche Aktivierung. Wohlgemerkt ist das Zusammenrechnen des Mischer-Output-Wertes natürlich anders als bei den Inputs. Hier haben wir also eine additive, eine multiplikative oder eine Ersetzungsverknüpfung. Aber die Aktivierung sieht so ähnlich aus über einen Schalter und den entsprechenden Fahrzustand. Und aus so einem Mischer kommt ein Wert heraus, ein einzelner Wert. Das will ich nochmal betonen, also nicht die Kombination von Wert und Trimmung, denn die Trimmungsverrechnung, die fand schon ganz am Anfang statt. Ja, und das Letzte, was wir besprochen hatten, waren dann die, irgendwie blätter ich immer in die falsche Richtung, warum eigentlich, waren dann die Outputs. Und da gab es ja auch keine verschiedenen Zeilen, die aktiviert werden. Wir haben den Mischer-Input, dann geht das durch die Kurven, Skalierung, Subtrim, Begrenzer, Umkehrung, PPM-Center und dann geht es raus zum Empfänger. Hier sind scheinbar die Flugphasen oder die Fahrzustände gar nicht beteiligt. Aber das ist auch nur scheinbar so. Ja. Jetzt schlagen wir einfach mal ein neues Blatt auf, genau, und schreiben also da oben drüber Flugphasen bzw. Fahrzustände. Okay, wir sollten uns als allererstes mal darüber klar werden, an welchen Stellen diese Flugphasen denn vielleicht noch wirken. Und das ist ganz interessant. Wir ergänzen das Bild gleich, aber zunächst schalte ich mal rüber zum Simulator, damit wir die Stellen direkt am lebenden Objekt uns anschauen können. So, jetzt muss ich
das hier nach oben schieben. Genau, da haben wir nämlich schon unseren Simulator. Ich nehme noch mal einen Schluck Kaffee. Entschuldigung. Wir klicken nur mal ganz kurz eben durch, wie das ist mit den Fahrzuständen. Hier haben wir unser Grundmenü. Die Flugphasen sind also hier verborgen. Das ist natürlich die Frage, ob das jetzt bei euch aktiviert ist, dieses Menü. Das kann man ja mittlerweile dynamisch aktivieren. Man müsste gegebenenfalls hier nochmal reinschauen in die Menüpunkte und gucken, ob hier Flugphasen auch eingeschaltet ist, entweder global oder für das Modell. Das haben wir schon öfter mal besprochen, wie das geht. Wie gesagt, den Helimischer, den benutze ich nicht, habe ich immer ausgeschaltet. Und wir haben also hier dann als nächstes die Flugphasen. Es kann also sein, wenn ihr den Helimischer eingeschaltet habt, dass der sich dann noch hier zwischen den Grundeinstellungen des Modells und den Flugphasen dazwischen gemogelt hat. Gut, gehen wir in die Flugphasen. Wenn man jetzt ein neues Modell anlegt und nichts ändert, dann sehen die Flugphasen so aus. Da stehen merkwürdige Zahlen und die Flugphase 0, FP0, ist gelb unterlegt, das heißt, sie ist aktiv. Schauen wir uns das mal an, was so eine Flugphase beinhaltet. Wir haben hier langsam ein und langsam aus, also es soll, im Englischen heißt das dann mal Fade in, Fade out. Ja, kann man sich vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen, also so ein Fade in, Fade out. Ja, also bei der Musik, wenn man etwas, wenn man sagt Fade out, ja, dann wird die Musik also leiser und Fade in, dann wird sie also lauter und so ähnlich kann man das also hier auch sehen. Und dann gibt es hier eine ganze Anzahl von Schaltflächen, würde ich mal sagen, die die Trimmer betreffen. Da steht also hier der Seitentrimmer, der ist offensichtlich aktiviert und dann gibt es hier noch andere Angaben. Und das geht also über die vier, was heißt normal, also die vier den Knüppel normalerweise zugeordneten Trimmer und den Trimmer T5 und T6, die ja normalerweise keinen zugeordneten Knüppel dann haben. Ja. Gut, schauen wir uns die Flugphase 1 vielleicht auch nochmal an. Da fällt auf, dass diese Flugphase hier noch einen weiteren Menüpunkt hat, den Schalter. Das ist jetzt der Aktivierungsschalter. Also mit welchem Schalter, physischen oder logischen Schalter, wird diese Flugphase aktiviert? Der Rest ist gleich. Okay. Und bei den Flugphasen ist es jetzt so ähnlich wie bei den Inputs. Eine Flugphase kann aktiv sein. Und also, wie viele Flugphasen haben wir denn? Haben wir noch gar nicht besprochen. Wir können also hier bis 8 runterscrollen, also von 1 bis 8, von 0 bis 8, Entschuldigung, wir haben also 9 unterschiedliche Flugphasen. Jeweils eine davon ist aktiv und ja. Und diese Flugphase, nein, Entschuldigung, das ist Blödsinn. Natürlich können mehrere Zeilen hier aktiv sein, mehrere Flugphasen gleichzeitig, aber es wird wieder von oben nach unten gesucht. Und zwar die erste aktive Flugphase, die ja, von oben nach unten, die erste aktive Flugphase ist dann diejenige, die zutrifft. Hier wird zwar immer nur eine Zeile gehighlightet. Wie sagt man im Deutsch? Gehighlightet sagt man nicht. Ach Gott, Menschenskind, nochmal, jetzt fehlt mir das Wort dafür. Gelb unterlegt, das bedeutet aber nicht, dass dass die Aktivierung für eine andere Zeile, die später kommt, vielleicht nicht zutrifft. Jetzt habe ich gerade überlegt, ich glaube, das war jetzt völlig unklar, was ich gesagt habe. Vielleicht sollten wir das einfach mal direkt am lebenden Beispiel machen. Jetzt wollte ich eigentlich gar nicht so lange am Simulator reden, sondern früher an das Blatt Papier zurückkehren. Aber jetzt machen wir es einfach mal doch. Wir nehmen mal die Flugphase 1. Die können wir
zum Beispiel aktivieren mit dem Schalter SA nach oben. Ja, SA ist jetzt in der Mitte. Wenn ich SA nach oben mache, ist die Flugphase dann offensichtlich aktiv. Und bei der Flugphase 2 machen wir dasselbe Spiel, auch SA nach oben. Was natürlich wenig sinnvoll ist, dient aber jetzt einfach nur dem Beispiel, um das klarzumachen, was ich eben so ein bisschen merkwürdig ausgedrückt habe. Wenn ich jetzt den Schalter SA nach oben bewege, dann sind im Grunde genommen beide Flugphasen aktiv, aber ausgewählt wird nur diejenige von oben gesucht, die erste ist. In dem Fall bleibt also dann die Suche bei FP1 hängen, obwohl die Bedingung, dass der Schalter SA nach oben ist, natürlich auch für die Flugphase 2 zutrifft. So, ich glaube, jetzt haben wir es und jetzt kann ich das wieder löschen. Da war ich sprachlich jetzt nicht so ganz gut dabei. So, okay, jetzt ja, lassen wir das ruhig mal und ich schalte wieder um auf... wenn ich das jetzt mal hinkriegen würde, auf mein Stück Papier. Gut, als erstes müssen wir mal so ein Übersichtsbild mal wieder machen. Ich finde das immer sehr wichtig, dass man da irgendwie den Überblick behält. Wo wirken die Flugphasen denn ein? Und zwar haben wir ja, ich male es jetzt mal von links nach rechts, wir haben unsere Inputs, dann kommen unsere Mischer. Und dann kommen unsere Outputs oder Servos. Dann geht's durch die Luft. Und dann geht's zum Empfänger. Das ist so unser Standard. Und wir gucken, wo die Flugphasen eingreifen können. Wir hatten vorhin schon gesehen, dass wir bei den Inputs, bei einem Input, Zeilen dieses Inputs aktivieren oder deaktivieren können, wenn eine Flugphase aktiv ist oder inaktiv ist. Also wirkt die Flugphase oder der Fahrzustand hier ein. FP, ich kürze das mal ab. FP kürze ich das immer ab. Das wirkt hier also ein und dadurch, dass Inputzeilen umgeschaltet werden können. Auch noch andere Dinge wie globale Variablen können geändert werden. Das sehen wir aber später noch. Das Einfachste, was man sich vorstellen kann, was wir bislang ja auch besprochen haben, Inputzeilen werden geändert. Und wenn Inputzeilen geändert werden, dann ändern sich also gegebenenfalls die Ausgangswerte hier der Inputs. Also ich will mal sagen, was wir damit erreichen, wenn wir Flugphasen hier einwirken lassen, ist, dass der Ausgangswert so eines Inputs sich ändert. Als wir eben in das Menü hineingeschaut haben, haben wir allerdings auch gesehen, dass da noch Trims offensichtlich beteiligt sind und das ist tatsächlich der Fall. Deswegen schreibe ich das hier nochmal mit dazu, dass die Trims modifiziert werden können. Wir wissen ja, dass hier an der Stelle sowohl die Werte wie auch die Trims zum Mischer transportiert werden. Ja, bei einem Mischer ist das ähnlich. Da wirken also auch die Flugphasen, denn über das Aktivieren und Deaktivieren von Mischerzeilen ist es natürlich möglich, den Ausgangswert eines Mischers zu beeinflussen. Natürlich auch mit anderen Faktoren, ob jetzt der Trim hier mit inkludiert werden soll oder nicht, was ja auch bei einer Mischerzeile ein- und ausgeschaltet werden kann oder welche globalen Variablen genommen werden. Das alles ändert den Ausgangswert. Ausgangswert eines Mischers. Die Flugphasen wirken aber auch zum Beispiel auf
unsere Menge von globalen Variablen. Ja, also das ist also auch so, dass das hier umgeschaltet wird. Da wirken also hier die Flugphasen drauf. Und diese globalen Variablen, auch das haben wir schon mal wenigstens ganz grob gesehen, haben einen Einfluss oder können einen Einfluss haben auf alle diese Komponenten. Will also sagen, mit Hilfe von Flugphasen können wir den Wert von globalen Variablen umschalten. Und wenn diese globale Variablen irgendwo in der Inputzeile, in einer Outputzeile, in einer Mischerzeile oder bei einem der Outputs verwendet werden, dann ändert sich natürlich auch da an der Verrechnung etwas. Letztendlich wirken also die Flugphasen über die globalen Variablen auch oder können auch auf die Outputs einwirken, aber nicht so direkt vielleicht, wenn man das so sagen möchte, wie bei den Inputs und bei den Mischern. Vielleicht schauen wir auch da noch mal hin, einmal kurz in den Simulator, schalte ich noch mal kurz zurück, wie das mit den globalen Variablen ist, damit man das vielleicht im Menü schon mal gesehen hat und das dann kann man sich vielleicht besser daran erinnern. Wir haben ja hier bei dem großen X haben wir das Menü über die globalen Variablen. Ah, ich klicke wieder im falschen Fenster rum, sorry. Bei dem globalen X hier haben wir das Menü der globalen Variablen. Da gehe ich jetzt mal rein. Oh, da habe ich schon was eingetragen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das noch so sinnvoll ist. Aber wir können uns diese Matrix ganz kurz mal angucken. Da haben wir also die globalen Variablen. Jetzt springt der Cursor da ein bisschen hin und her von 1 bis 9. Wir haben also in der Tat 9 globale Variablen und wir sehen in der horizontalen oben als Überschrift die Flugphasen FP0 bis FP8, also die 9 Flugphasen. Und jetzt sagt uns diese Matrix, welchen Wert die globalen Variablen in welcher Flugphase haben. Jetzt ist es doch eigentlich ganz gut, dass ich da schon was eingetragen hatte, aus welchen Gründen auch immer. Wir sehen beispielsweise, die globale Variable 1 hat in der Flugphase 0 den Wert 1024, in der Flugphase 1 den Wert 512 und in der Flugphase 2 den Wert 0. Bei der globalen Variablen 2 ist also in der Flugphase 0 der Wert 0 und dann steht für die Flugphase 1 FP0, genau wie hier oben bei der globalen Variablen 1, bei FP3 steht FP0. Das soll so viel heißen, dass die globale Variable 2 hier in der Flugphase 1 denselben Wert haben soll wie in der Flugphase 0. Na, also das bedeutet, der Wert 0 in allen anderen Flugphasen. Also ändert sich nicht. Das ist damit gemeint. Ganz kurz gehen wir mal in die Edit-Funktion so einer Zeile. Da haben wir hier, da können wir Einheit in Prozent angeben. Im Moment bin ich mir nicht sicher, ob das mit den Prozentangaben bei HTX aktuell so richtig funktioniert. Aber man kann den Wert, also wenn wir das ohne Prozent als Einheit hier stehen lassen, dann kann sich der Wert zwischen minus 1024 und plus 1024 bewegen. Und minus 1024 entspricht also etwa minus 100% und plus 1024 entspricht plus 100%. Das sollte man berücksichtigen oder wissen. Ja, und dann kann man hier sagen, welche Werte diese globale Variable in welcher Flugphase hat. Sofern man einen expliziten Wert hier aktiviert über diesen Schieber hier. Ansonsten, wenn der Schieber nach links ist, dann heißt das also so viel wie in der Flugphase 0. Oder man kann natürlich auch eine andere Flugphase als Referenz dort auswählen. Etwas erklärungsbedürftig ist vielleicht hier diese Aktivierung von dem Pop-up. Dort kann man ein Pop-up aktivieren, wenn sich diese globale Variable ändert.
Das funktioniert aber nur, wenn man diese globale Variable über eine Spezialfunktion ändert. Und zwar funktioniert es leider oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man das sehen möchte und für welchen Zweck man die Flugphasen einsetzt, nicht, wenn der Wert sich über eine Flugphase ändert. Okay. Gut, das mal hier zum Überblick. Ja, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu unserem Stück Papier, weil etwas Entscheidendes fehlt dort noch. Wir haben uns also jetzt klar gemacht, an welchen Stellen die Flugphasen überall einwirken. Und das Umschalten zwischen den Flugphasen hat jetzt wiederhole ich es, also hat den Effekt, dass Inputwert sich ändern kann, der Trimwert sich ändern kann, der Mischerausgangswert über unterschiedliche Mischerzeilen sich ändern kann und dass globale Variablen sich ändern können. Das führt also dazu, dass wir hier eine Wertänderung bekommen. Und oder ein sehr wesentliches Merkmal von den Flugphasen oder Fahrzuständen ist, dass diese Wertänderung hier, wenn wir die Flugphase wechseln, langsam geschehen kann. Also das werde ich gleich euch demonstrieren, wie das funktioniert. Und das ist ein wesentlicher Aspekt. Also wenn durch Umschalten der Flugphasen hier die Ausgangswerte an den Mischern. Das ist jetzt ganz wesentlich. Wenn also durch Umschalten einer Flugphase sich der Ausgangswert hier an den Mischern ändert, dann kann man durch dieses Fade-in, Fade-out erreichen, dass die Werte hier nicht springen, also meinetwegen von neutral auf Vollausschlag rechts oder so etwas, sondern dass diese Änderung über eine gewisse Zeitdauer langsam geschieht. Und hier haben wir dann also dieses Fade-in, Fade-out. Oder wie es im deutschen Menü dann heißt, langsam ein bzw. aus. Das ist wichtig. Warum betone ich das? Upsala. Warum betone ich das? Weil das Umschalten der Flugphasen, auch wenn es mittelbar über globale Variablen geschieht, oder dieses langsame Umschalten, das hat also keinen Effekt hier auf die Outputs. Ja, also wenn ich hier eine globale Variable durch eine Flugphase ändere, dann wirkt sich das unmittelbar, also wenn ich das hier verwende bei den Outputs, beispielsweise bei der Skalierung, dann wirkt sich das unmittelbar auf die Outputs aus. Also dann würde hier der Wert springen und dann würde natürlich auch das Servo ja, sozusagen eine ruckhafte Bewegung ausführen. Dieses Fade-in, Fade-out wird also nur bezüglich der Mischerausgangswerte durchgeführt. Das ist ganz wichtig, dass man das im Kopf behält. Okay, ja, wo kann man Flugphasen oder Fahrzustände einsetzen? Bei den Fliegern, da hat man immer sehr schön schnell ein Beispiel konstruiert. Für denjenigen, der das jetzt schon mal gemacht hat, vielleicht ein Elektrosegler. Ja, wir haben eventuell, also gut, Startphase nehme ich jetzt mal aus, aber man kann sich vorstellen, dass man also vielleicht Thermikflug und Streckenflug unterscheiden möchte. Thermikflug macht man das Modell langsam, man setzt eventuell die Wölbklappen. Muss man noch ein bisschen Höhenruder dazu mischen, wenn man die Wölbklappen gesetzt hat und so etwas. Während beim Streckenflug ist vielleicht alles neutral, dann macht man den Segler vielleicht schnell, eine Abwindphase zu durchfliegen. Und daher ist vielleicht auch das Inkludieren der Trims dann
entstanden, historisch will ich mal sagen. Ich meine, EdgeTX oder OpenTX ist ja nicht am Reißbrett entworfen worden, sondern es ist historisch immer etwas hinzugekommen. Und da war sicherlich erst einmal die Idee, das mit den Trims zu machen, dass man also in jeder Flugphase eine unterschiedliche Trimmung haben kann. Deswegen erscheint das auch so da relativ prominent bei den Flugphasen. Wobei ich persönlich finde es eigentlich wichtiger, dass man mit den Flugphasen die globalen Variablen wie auch die Inputzeilen oder die Mischerzeilen umschalten kann. Ja, also man sollte sich vielleicht nicht unbedingt nur auf die Trims konzentrieren. Bei den Funktionsmodellbauern oder ja, könnte man diese Fahrzustände vielleicht unterscheiden. Also ich persönlich mache es ganz gerne, dass ich sozusagen einen langsamen Modus habe und einen schnellen Modus, also einen Speed-Modus und vielleicht ja, so einen Manövriermodus, wenn wir jetzt mal an Schiffsmodelle denken. Und da würden sich, wenn wir an das Beispiel denken, was wir schon mal praktisch mit Servos und einem Motor hier gemacht haben, da würde sich etwa anbieten, den Zumischungsgrad für die Seitenmotoren des Ruders zu ändern oder auch zu verhindern, dass man meinetwegen wirklich Vollgas gibt oder zu verhindern, dass das Bugschrallruder im Vollgasmodus vielleicht ebenfalls noch überhaupt benutzt werden kann. Andere Anwendungen sind vielleicht, es gibt immer wieder Festchen von den verschiedenen Clubs und da hat man dann auch oft die Einladung an die Kinder, mal mitzufahren und in so einem Kindermodus soll vielleicht auch nicht alles möglich sein oder nur mit reduzierten Ausschlägen und das könnte man also auch sehr elegant über also Fahrzustände machen. Ja, das sind nur mal so Anregungen, um da ein Einsatzgebiet zu finden. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, das und das muss man mit einer Flugphase machen. Diese Dreierregel, wie wir das kennengelernt haben, Input, Mischer und Outputs, das würde ich jetzt mit den Flugphasen nicht unbedingt verknüpfen. Gut, dann gehen wir noch mal kurz zum Simulator. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt. Ihr habt es schon 27 Minuten geschwätzt. Also das heißt, ich würde mal das hier beenden. Lege ich mal die Fernsteuerung drauf. Aber wir werden die Fernsteuerung jetzt heute nicht aktivieren, sondern wir machen das am Simulator. Und ich versuche wieder umzuschalten. Da sind wir. Okay, wir gehen nochmal in unsere Modellkonfiguration hinein. Hier in die Flugphasen. Die Flugphase 0, das ist also sozusagen unsere standardmäßige Flugphase. Die hat, wie eben schon erwähnt, keinen Schalter zum Aktivieren. Die Flugphase 1 hätte so einen Schalter und da benutze ich wieder den Schalter SA. In der Obenposition soll diese Flugphase aktiv sein. Wenn ich SA in die Mittenposition setze, ist dann die Flugphase 0 wieder aktiv. Jetzt das mit den Trimwerten. Nach dem Vorgeplänkel, was ich jetzt schon erzählt habe, dürfte das eigentlich relativ klar sein. Zum Beispiel hier bei dem Seitentrimmer, da steht hier gleich 0. Das bedeutet, der Wert der Trimmung bei dem Seitenruder entspricht dem Wert in der Flugphase 0. Wenn ich die Flugphase also umschalte, wird der Trimwert, egal welcher es denn war, aus der Flugphase 0 beibehalten. Na, kann man sich auch kurz anschauen, dass dem so ist. Die Flugphase 0 ist aktiv und ich erhöhe jetzt hier den Trimwert, beispielsweise meinetwegen auf 14 und schalte in die Flugphase 1, dann ist das hier gleich 0.
hatten jetzt hier nichts eingetragen, da wird also nichts angezeigt. Man müsste jetzt also tatsächlich in den Monitor gehen, in den Kanalmonitor. Allerdings fällt mir jetzt gerade ein, dass ich überhaupt gar keinen Input hier definiert habe. Das machen wir dann gerade mal. Genau, das ist für die Seite. Und da sagen wir, dass dieser Trimwert mit transportiert werden soll, wie das standardmäßig so ist. Und wir machen einen Kanal für den Input 1. Und man sieht schon, da hier oben einen kleinen Ausschlag von 3%. Und wenn ich die Flugphase umschalte an unserem Schalter hier oben, also nach links oben gucken, ich fummel da jetzt gerade an dem Schalter rum, dann ändert sich der Trimwert nicht. Okay, ich kann natürlich jetzt auch hier für den Trimwert auch was anderes einstellen. Also ich kann auch sagen plus 0 und das bedeutet, dass ich auf den Trimwert von der Flugphase 0 noch etwas drauf addiere. Also drauf addieren, ich kann was Positives oder was Negatives drauf addieren. Wenn ich also jetzt hier was Positives drauf addiere, in der Flugphase 1, da wird also jetzt nochmal 18 da drauf addiert und dann gehen wir nochmal kurz in unseren Monitor rein, da ist das also jetzt hier größer geworden, 6%. Ich schalte wieder in die Flugphase 0 und dann haben wir es wieder bei den 3%. Ja, man kann also einen extra Wert setzen oder man kann einen Wert zu der ursprünglich vorhandenen Trimmung dazu addieren. Das macht ja auch Sinn, wenn man beim Fliegen trimmt, beispielsweise weil man den Tank nicht ganz voll gemacht hat, muss man vielleicht ein bisschen Tiefe hinzumischen. Dann soll aber dieses Hinzumischen natürlich in einer anderen Flugphase auch erhalten bleiben. Plus das, was man in dieser anderen Flugphase sowieso hatte, beispielsweise für den Thermikflug, wenn die Wölbplatten gesetzt sind und man musste sowieso noch Tiefe dazu mischen, dann sollte natürlich auch das erhalten bleiben. Dafür ist das gedacht. Man kann so ein Trim in einer Flugphase auch komplett abschalten. Das kann man hier über den Button machen. Ich kann das also komplett wegschalten. Und dann ist in dieser Flugphase die Bedeutung als Trim-Speicher komplett deaktiviert. Dann liefert dieser Trimwert gewissermaßen immer 0 zurück. Okay. Wir haben ja auch die beiden Trimmer T5 und T6. Wenn ich dort ihre Bedeutung als Trim komplett wegnehme in der Flugphase 1, dann ist in dieser Flugphase dieser Trimspeicher immer 0 und die Trim-Button, die reagieren ein bisschen anders. Wenn wir uns das mal anschauen, hier bei 5 und 6 steht jetzt in der Flugphase 1 ein Strich dort. In der Flugphase 0 steht immer noch dieses gleich 0 mit dem Wert 0 dort. Wir sind in der Flugphase 0. Jetzt habe ich also diesen Trimton, wenn ich da dran rumfummel. Ja, wenn ich mich in die Flugphase 1 begebe, da ist die Bedeutung von T5 und 6 als Trim abgeschaltet. Wenn ich diese Trimmung irgendwo eingebaut habe als Wert, liefert es immer 0. Und wie gesagt, die Trimfunktion ist weg. Wenn ich hier jetzt drauf drücke, dann liefert es diesen Piepton nicht mehr. Und das heißt ja, die Trimmung ist deaktiviert. Jetzt sind also T5 und T6 vollkommen frei, als 3-Positionen-Taster irgendwo zu benutzen. Man kann die Trimmer immer als Taster irgendwo benutzen. Manchmal hat man ja eben, oder man hätte dann die Doppelfunktion. Einerseits kann man also dieses Tastereignis irgendwo verwenden und andererseits
Jetzt habe ich gerade überlegt, ach so, ich hatte Seite, hatte ich ja auch abgeschaltet, muss ich den hier nehmen für Querruder. Man kann also dieses Tastereignis irgendwo verwenden als Schalterchen oder man kann eben den Trimwert weiter produzieren. Nicht weiter produzieren, sondern weiter verwenden. Wenn es gibt allerdings noch eine Möglichkeit, wenn wir nochmal in die Flugphase 1 gehen, was man hier machen kann, ich mache es jetzt mal mit Querruder, das ist der rechte waagerechte, dann findet man ganz unten hier noch die Einstellung 3P. Das bedeutet, dieser Trimmer, der kann immer noch als Source, also als Quelle oder als Geber verwendet werden, allerdings nicht mehr als Trimmer. Wie gesagt, es piepst nicht mehr. Ich bin mal jetzt ein bisschen still. Es piepst nicht mehr. Der Trimmer verändert sich auch nicht. Allerdings würde, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dieser Quellwert auf plus 1024 springen und wenn ich, oder plus 100%, und wenn ich auf die andere Seite drauf drücke, dann hätte ich dort den Wert minus 1024 oder minus 100%. Okay, prima. Das zu den Trim. Also, da steckt auch schon eine ganze Menge drin. Muss man sich vielleicht doch noch mal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen. Aber ich denke, die Trimmung an sich ist für die Funktionsmodellbauer auch gar nicht das Entscheidende. So, und jetzt kommen wir zu dem hübschen Part. Jetzt rede ich schon 36 Minuten. Versuche da mich auch mal wieder ein bisschen kurz zu fassen. Und ich ziehe hier mal. Ach so, ich müsste erstmal umschalten, damit man das überhaupt sieht. So, genau, da wollte ich hin. Ich ziehe hier nochmal einen Schlussstrich. Oder nein, besser, ich mache das auf einer neuen Seite. Schreibe ich oben nochmal drüber. Flugphase oder Fahrzustand. So, es geht um die Ausgangswerte der Mischer, deswegen doch noch mal dieses Bild. Es geht um die Werte, die wir an dieser Stelle erreichen. Oh, jetzt sehe ich gerade, dass die Aufnahme hier ein Problem hat. Das Audio geht noch. So, funktioniert es wieder. Ja, was hatte ich gesagt oder noch hier hingemalt? Wir haben also Input, die Dreiteilung der Welt, Input, Mischer, Output. Und ich hatte ja vorhin auch schon besonders hervorgehoben, dass wir hier bei dem Output der Mischer diesen Effekt von dem Fade-in, Fade-out haben. Und darum geht es mir jetzt nochmal. Ja, wenn wir beispielsweise von der Flugphase 0 wechseln in eine andere Flugphase, dann konnten wir dort eine Einstellung treffen. Und zwar würde ich das jetzt einfach mal so machen, dass wir hier wieder so ein Koordinatensystem haben. Hier ist die Zeit und das betrifft die Flugphase 0. Die ist eingeschaltet und zu einem gewissen Zeitpunkt schalten wir diese Flugphase weg. Also die Flugphase 0 ist dann nicht mehr aktiv. Und jetzt haben wir dieses Fade in, Fade out. Also in dem Fall, wenn wir die Flugphase 0 deaktivieren, haben wir natürlich ein Fade out. Und ich will das mal so hinmalen, bis zu einem Zeitpunkt gilt dieses Fade out. Und das ist diese Fade out Zeit.
oder langsam aus. Das heißt, der Einfluss oder der Mischerwert, der bei der Flugphase 0 produziert wird, der wird so langsam heruntergefahren, also von 100% in dem Moment, wo wir gerade noch in der Flugphase sind, auf den Wert 0%. Ja? Und jetzt male ich mal hier, ich ziehe mir mal diese Zeitpunkte hier runter und jetzt mache ich hier nochmal eine Zeitachse hin. Und das ist jetzt zum Beispiel wie bei uns die Flugphase 1 und die ist natürlich momentan nicht aktiv, deswegen ist ihr Einfluss 0% und wir haben ja hier den Umschaltzeitpunkt von der Flugphase 0 auf die Phase 1 und deren Einfluss nimmt dann also zu. Bis dann irgendwann diese Flugphase 1 komplett aktiv ist und das ist die Fade-in-Zeit. Und in diesem Übergang wechselt also der Mischerwert langsam, kontinuierlich zwischen den beiden Werten, die der Mischer produzieren würde in der Flugphase 0 und in der Flugphase 1. Ja, der eine geht also linear runter, der andere geht linear hoch und dann erreichen wir am Ausgang so einen langsamen Übergang. Ich habe jetzt hier diese Fade-In- und Fade-Out-Zeit für die beiden Flugphasen gleich gezeichnet, damit das hier schön auf dem Bild, damit das hinkommt. Das muss aber nicht so sein, also die Fade-Out-Zeit kann eine andere sein als die Fade-In-Zeit. Und jetzt ist es bei EdgeTX oder war es bei OpenTX auch schon immer so, dass dort das Maximum von beiden Zeiten benutzt wird. Also wenn wir beispielsweise noch eine dritte Flugphase hier haben, FP2, und wir stellen uns vor, dass wir von FP0 auf FP2 schalten. Also FP1 ist jetzt mal aus dem Spiel und die Fade-In-Zeit, die ist dort vielleicht länger eingestellt. Das ist hier Fade-In, Fade-In-Zeit. Also deutlich länger als die Fade-Out-Zeit von FP0. Dann wird dieses Übergangsintervall einfach auf das Maximum der beiden Zeiten ausgedehnt und also FP2 wird langsam oder der Einfluss von FP2 geht also langsam hoch und der Einfluss von FP0 würde also nicht mehr die Fade-Out-Zeit von FP0 gelten, sondern es gilt dann die längere der beteiligten Fade-Out- und Fade-In-Zeiten. Und in diesem längeren Zeitintervall, so wie jetzt hier auf dem Bild, findet dann eben dieser Smooth-Übergang zwischen den beiden Werten statt. Aber wie gesagt, das betrifft die Ausgangswerte der Mischer. Egal, wie sich die Mischerwerte ändern. Durch ein Trim-Änderung, durch einen Wechsel der Inputzeilen oder durch einen Wechsel der Mischerzeilen oder durch einen Einfluss von globalen Variablen auf Input und Output. Wenn die globalen Variablen, Input und Mischer natürlich. Wenn die globalen Variablen, die ich umschalte, einen Output-Effekt auf die Outputs haben, dann geschieht das sprunghaft. Ich lese oft oder höre oft, dass die Flugphasen die Trim-Werte langsam ändern über das Fade-In, Fade-Out. Wie gesagt, das stimmt nicht. Der Einfluss ist auf den Ausgangswert der Mischer. Kann man im Code nachgucken. Genau, also ja,
auch die Wechsel der Input- und Mischerzeilen werden damit gewissermaßen erfasst. Ja, bevor wir jetzt Schluss machen, vielleicht dieses Fade-in, Fade-out, das schauen wir uns auch noch mal ganz kurz an am Simulator. Ich muss mal wieder umschalten. Da haben wir den Simulator. Wir haben diese Umschalterei hier mit SA erledigt. Das war jetzt natürlich nicht gut. So, ich muss ja hier klicken. Das werde ich nie lernen, dass ich nicht im Videoaufnahmeprogramm klicke, sondern bitteschön in dem echten Fenster. Gut, also Umschaltung durch SA. Und was machen wir einfach mal? Wir gucken uns den Input an. Da habe ich jetzt Seitenruder genommen. Das ist vielleicht jetzt gerade mal nicht so schön. Ich nehme mal den Gaswert. Das ist nämlich dieser hier. Den können wir nämlich hier auf irgendeinen Wert stellen. Nehmen wir mal den hier. Das müsste jetzt auch am Mischer-Output zu sehen sein. Ja, natürlich. Klar. Und wir hatten ja hier schon bei den globalen Variablen, ich mache es jetzt einfach mal mit einer globalen Variable, nein, mache ich nicht, Entschuldigung, ich habe es mir gerade didaktisch anders überlegt. Wir machen hier doch zwei Mischerzeilen. Und dann nehmen wir hier auch Gas. Und wir machen jetzt hier ein anderes Gewicht. Das passt mir nämlich besser, weil in unserem Beispiel mit den verschiedenen Motoren hatten wir ja auch unterschiedliche Gewichte verwendet. Die erste Mischerzeile aktivieren wir, wenn jetzt. Beim Schalter machen wir nicht und wir machen die Aktivierung jetzt über eine Flugphase und sagen, diese Zeile soll bitte schön nur in der Phase 0 aktiv sein. Also klicken wir die anderen alle weg. Dann ist diese Zeile nur in der Phase 0 aktiv und man sieht, hier rechts kommt etwas Neues. Das ist so eine Übersicht, in welcher Flugphase diese Zeile aktiv ist. Das gekennzeichnet ist nur die 0. Wir können das ausprobieren, indem wir in die Flugphase 1 aktivieren. Und jetzt sehen wir zwei Effekte. Die Zeile 2 wird sofort die aktive Zeile. Das liegt natürlich jetzt daran, dass diese Suche stattfindet von oben nach unten bei den Inputs. Die erste Zeile ist nicht mehr aktiv und dann bleibt also die zweite Zeile einfach nur übrig. So, und jetzt gucken wir, was an den Outputs passiert. Ich gehe in den Monitor hinein. Wenn ich jetzt hier umschalte, sieht man also dort eine sprunghafte Wertänderung an dem Mischer-Output. Und jetzt gehen wir nochmal in die Flugphasen und machen uns so eine Übergangszeit. Und zwar mache ich eine Fade-In-Zeit, langsam Einschaltzeit hier, damit wir es schön beobachten können von 10 Sekunden. Das ist natürlich sehr viel in der Praxis. Weiß ich nicht, ob man das überhaupt benötigt. Und wir gehen wieder in den Kanalmonitor. Ich schalte in die Flugphase 0 und jetzt haben wir ja das Gewicht 100. Das war die erste Inputzeile und jetzt schalte ich die erste Inputzeile weg. Und man sieht diese langsame Änderung. Wenn ich jetzt wieder zurückschalte auf die Flugphase 0, da hatten wir weder ein Fade-out von der Flugphase 1 noch ein Fade-in von der Flugphase 0. Das heißt, wir haben also instantan eine Umschaltung und das sieht man dann auch hier. Okay, gut.
Ja, das hat doch wieder relativ lange gedauert heute. Also zum Praxisteil sind wir jetzt gar nicht mehr gekommen. Macht nichts, holen wir beim nächsten Mal nach. Aber ich denke, das war wichtig, dass man diese Einflussnahme über die Flugphasen einfach nochmal auch ja, gewissermaßen theoretisch sich anschaut. Ansonsten ist das dann einfach zu unübersichtlich. Und ich male ja immer gerne Bilder und hoffe, dass mit den Bildern das dann ein bisschen klarer wird. Gut, dann, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann danke ich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!